Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Ich bekam gerade die Botschaft, kurz davor sein, kurz vor was? Kurz vor der großen Liebe oder eben auch kurz davor sein, seine Lebensaufgabe gefunden zu haben. Kurz davor ist noch nicht dabei, aber was ich hier so reinkriege energetisch ist, dass du im Moment spüren dürftest, dass das Alte vorbei ist. Also das kann man irgendwie nicht mehr zurückholen. Man will es auch nicht mehr zurückholen. Es ist, als wäre eine Ära zu Ende gegangen. Etwas Großes ist beendet. Und man sieht aber das, was auf einen zukommt, noch nicht. Man spürt, irgendwas passiert, aber man sieht es nicht. Ja? Es gibt noch keine direkten Anzeichen. Und als hätte man irgendwie so die Tür verpasst oder so eine Lücke verpasst. Könnte sein, dass dieses Gefühl aufkommt, habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder eine falsche Entscheidung getroffen? Und da gehen wir jetzt mal rein. Ich schaue mir erstmal dich an. Ich nehme wieder die Mitternachtsmagie der Pilze. Hatte ich neulich schon benutzt. Ich finde die so mega geil, obwohl ich überhaupt nicht, ich kenne mich null aus mit Pilzen. Ich wüsste, wenn mein Vater noch leben würde, der kennt sich super aus mit Pilzen, der würde mir ohne Beschreibung oder beziehungsweise ohne Namen alle Pilze nennen können. Ja, ich würde sagen, es ist auch so eine Energie. Ich habe so den Eindruck, die Karten, die haben so eine Energie von Skorpion, die haben so eine Energie von ganz tief im Unterbewusstsein zu graben. Das macht ja der Skorpion gerne. Und die sind auch sehr dunkel, die Karten, ja. Die sind dunkel gehalten, die sind düster. Die Bebilderung ist nicht so eindeutig zu verstehen oder zu verknüpfen. Also alle, die jetzt erst anfangen, so mit Tarotkarten, kann ich das leider nicht empfehlen. Das Deck, das ist von der Bebilderung zwar schön, aber es gibt keine Auskunft über die herkömmlichen Bedeutungen der Karten. Das fehlt da gänzlich. Aber wenn man sich so ein bisschen auskennt und wenn man so ein bisschen Bezug dazu hat, dann kann man es gerne versuchen. Warum nicht, ja? Okay. Etwas ganz Neues kommt definitiv auf dich zu. Es ist aber nicht so neu. Also ich habe die Karte noch nicht rumgedreht. Es ist aber noch nicht so neu oder nicht so neu, dass du dich null auskennst, sondern dass du da schon Erfahrungen gemacht hast. Und wir haben hier die 6. Stäbe. Erfolg. Du hast schon mal darin Erfolg gehabt, ob es jetzt die Liebe ist, also die große Liebe, oder ob es jetzt deine Lebensaufgabe ist, indem du deine Berufung lebst. Ja? Du wirst Erfolg haben. Warum komme ich darauf? Weil die erste Karte ist diese hier, die rausgefallen ist. Ich zeige es euch mal, ob man es gut lesen kann. Seine große Liebe gefunden haben, erkennen, dass man am Ziel ist, seine Lebensaufgabe gefunden haben, Berufung leben, von zu Hause aus arbeiten, Zufriedenheit, göttliche Fügung, sich vom Universum führen lassen, Urvertrauen, Glücksgefühle, sich belohnt fühlen, Manifestation, tritt in Erscheinung, Engel helfen dir. Und du wirst es nicht glauben, aber es kommt noch einmal eine Situation, worauf auch immer du dich jetzt fokussierst, egal Berufung, Liebe, Zwischenmenschliches, Familiäres, was auch immer du schon mal hattest und davon ausgegangen bist, das ist die Liebe meines Lebens, das ist meine Berufung, das ist meine Lebensaufgabe. Das wollte ich, das habe ich mir gewünscht und es kam auf die Erde, es kam direkt von mir, aber es hat nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer.
wird jetzt etwas gänzlich Neues, also kein alter Partner, keine alte Familienmitglieder, sondern jemand gänzlich Neues in dein Leben treten und die sechs der Stäbe zeugt von Sieg, Erfolg nach einem Kampf, ja, weil die sechs der Stäbe gehen voraus, die fünf der Stäbe, und die zeigen immer an, dass man entweder innere oder äußerliche Konflikte hatte und dass diese Konflikte erfolgreich jetzt gelöst werden und dass man jetzt endlich siegreich hervorgeht und rauskommt aus einer alten Gedankenspirale, in der man festgehängt hat und aufgrund dessen, dass man eben die ganze Zeit so einen Kopfkasper hatte, das Gefühl hat, ich habe zu lange gebraucht, ich habe mich sehr lange damit auseinandergesetzt, beschäftigt, ich habe gegrübelt, ich habe gedanklich geschaukelt, weil beim Schaukeln kommt man auch nicht vom Fleck, man bewegt sich zwar hin und her und hin und her, aber man kommt keinen Millimeter weiter und es ist so wie eine Gedankenschaukel, bei der du das Gefühl hattest, irgendwie habe ich was verpasst, ich habe den Anschluss verpasst, andere sind in einer glücklichen Beziehung, andere leben bereits ihre Berufung, andere haben ihre Lebensaufgabe gefunden, ich habe den Ausgang nicht gefunden, ich glaube, ich habe was verpasst, ich habe vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen. Und ich sehe es aber eher so, dass du aufwachst, weil plötzlich etwas in dein Leben kommt, womit du vielleicht so nicht gerechnet hast, was du dir gewünscht hast, aber nicht mehr mit gerechnet hast. Und diese Situation holt dich raus aus deiner Gedankenspirale. Irgendeine Erkenntnis kommt, dass du verstehst, warum es so lange gedauert hat. Ja? Warum es bei dir speziell so lange gedauert hat. Ich glaube nicht, dass du die Ausfahrt verpasst hast. Ja? Es kann sein, dass du Ehrenrunden gedreht hast, dass du dich über dich selbst geärgert hast, weil du an einer Situation festgehalten hast, wo du vielleicht davon ausgegangen bist, dass diese erfolgreich wird, weil das ja schon deine große Liebe ist oder weil das ja schon deine Lebensaufgabe ist und du dann immer wieder versucht hast, dran zu arbeiten, zu tun, zu machen, bis du dann irgendwann festgestellt hast, es verändert sich nichts, es findet nur noch im Kopf statt und du realisierst gerade nicht mehr den Ist-Zustand, sondern vielleicht das Potenzial aus der Vergangenheit, was du in der Vergangenheit gesehen hast. Das heißt, ich muss langsamer reden, ne, damit ihr mir noch folgen könnt. Das Potenzial zum Beispiel, wenn du mit jemandem zusammen bist und diese Person benimmt sich alles andere als okay dir gegenüber, ja, aber du siehst in dieser Person, die hat es schon mal gemacht, dann kann sie es auch wieder, da ist Potenzial, der kann sich weiterentwickeln, die Ansätze sind schon ganz gut und du stellst dann aber fest, die Person entwickelt sich nicht weiter, du gibst ihr Zeit, du bist geduldig und geduldig ist aber in dem Fall warten und du weißt nicht, ob da wirklich was kommt, also ist es keine Geduld, sondern eine Zerreißprobe, ja, und es passiert nichts und du versuchst es wieder und wieder und wieder, weil du das Potenzial siehst, aber nicht die Realität und den Ist-Zustand. Und es kann sein, dass du damit viel Zeit verbracht hast, Wochen, Monate, sogar Jahre, und jetzt das Gefühl hast, Schitte, ich habe mich die ganze Zeit im Kreis gedreht, irgendwie ist jetzt ein Portal zugegangen und ich bin ausgeschlossen. Und da sollst du jetzt rausgeholt werden. Also ich soll dir doch tatsächlich ausrichten, nein, du warst nur auf der falschen Fährte, du hast eine Ehrenrunde gedreht, du hast dich mit dem Falschen abgelenkt, du bist davon ausgegangen, dass dieses Potenzial gelebt wird. Ja, für dich war es große Liebe, aber diese Person möchte sich nicht weiterentwickeln und es ist an der Zeit, jetzt aufzuwachen und etwas Neues zu beginnen, ja? Da gibt es doch so einen Spruch, wie heißt denn der nochmal? In jedem Neuanfang wohnt der Zauber inne. Irgendwie, aber ich glaube, da fehlt noch was vorne dran und hinten dran. Jedes Ende birgt einen Neuanfang und in jedem Neuanfang ist ein Zauber inne. Und es kann sein, dass du einfach Angst hast, dass du jetzt wieder eine falsche Entscheidung triffst. Deswegen bist du sehr zögerlich und sehr
in der Kopfschaukel. Ich muss es jetzt mal so sagen. Aber das ist nicht der Fall. Also ich kriege hier wirklich die Durchsage rein, du brauchst dir da, lass dich doch überraschen, ja. Das Göttliche, hier ist eine göttliche Fügung, ja. Okay, schauen wir mal weiter. Was möchte denn da jetzt kommen, was hier so erfolgreich ist? Was ist denn das? Was ist denn hier dein sechster Stäbe? Was ist hier Erfolg? Wie sieht der Erfolg aus? Ass der Münzen, das gibt's doch nicht. Guck dir das an. Ass der Münzen ist von allen Assen, also allen Möglichkeiten, das heißt, du kriegst eine Möglichkeit geboten, ist das Ass der Münzen die größte Möglichkeit. Das heißt, das Ass der Münzen bezieht sich tatsächlich auf alle Bereiche, während die anderen Asse sich auf ein bestimmtes Bereich befinden, also beziehen. Zum Beispiel das Ass der Stäbe bezieht sich auf die Kraft, die Power, Enthusiasmus, Beziehung, Voranschreiten, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit. Das Ass der Kelche auf die Gefühle, auf die Liebe, auf das Universum, auf die bedingungslose Liebe, auf die zwischenmenschliche Liebe und auf die Paarbeziehung. Was habe ich vergessen? Kelche, Stäbe, hier haben wir die Münzen, Schwerter, Ass der Schwerter. Bezieht sich auf den Geist, auf die Idee, ja, bezieht sich auf die Klarheit, auf die Entscheidung, die getroffen wird, mit Klarheit, etwas, ja, Neues zu beginnen, etwas Altes abzutrennen und tatsächlich eine klare Entscheidung zu kommunizieren und zu treffen. Und das Ass der Münzen bezieht alles mit ein. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, entweder dich aufzuarbeiten durch die Arbeit, Selbstständigkeit, die Chance, eine Familie zu gründen, die Chance, Geborgenheit durch die Familie zu erhalten. Also du hast hier in allen Bereichen tatsächlich eine Chance, aber eine Chance muss man ergreifen. Die wird einem geboten. Du kannst ja sagen oder nein. Und diese Chance wird aber erfolgreich. Was du nicht siehst, ist, dass es da hinten dran steht, ja? Das heißt, du musst tatsächlich auf dein Bauchgefühl vertrauen. Und dazu musst du Ängste ablegen, ja? Kopfkasper muss weg. Und das Universum wird dir jetzt diese Chance bieten, indem sie dir ein Gefühl vermittelt. Das heißt, ich fühle hier Liebe, ich fühle hier eine Lebensaufgabe, ich fühle hier meine Berufung, ich spüre das mit jeder Faser meines Seins, ja? Und wie kannst du das fühlen? Indem du Abstand gewinnst zu dem, was dir nicht gut tut. Ja? Also das heißt, das bedingt natürlich, dass du vorher Raum schaffst, um dich wieder fühlen zu können. Alles das aus deinem Leben aussortierst, was dir Enge und Schwere beschwert hat, ja, also beschert hat. Das heißt, wenn jemand dich die ganze Zeit mit seiner Energie so beeinflusst, dass du dich selbst nicht mehr fühlen kannst, dass du nicht klar denken kannst, dann ist es an der Zeit, dass du verstehst, dass diese Energie, die dich da umgibt, nicht zu dir gehört. Und dann bist du dafür verantwortlich, dich von dieser Energie zu lösen. Und das hat meiner Meinung nach bei dir sehr lange gebraucht, ja? Und das ist aber nicht schlimm. Lieber löst du dich langsam, aber dafür, ja, stabil, ja? Wie ich schon vorher gesagt habe, 2.0, stabil. Dass du deine Grenzen sicherst, ja. Und das, was danach rauskommt, ist tatsächlich, dass du belohnt wirst, ja. Und das ist aber erstmal, fühlst du Erfolg, siehst es noch nicht, aber wenn du es annimmst, im Vertrauen, weil es sich richtig anfühlt, wirst du feststellen, oh mein Gott, da ist echt eine Chance. Wir schauen uns weiterhin die Chance an. Die muss man dann auch ergreifen.
Oh, ich kriege hier gerade noch eine Nebenaussage rein. Ihr Lieben, was ihr zurückgelassen habt, ja? Diese Person, die ihr oder die Situation, die ihr zurückgelassen habt, hat euch tatsächlich gestunken und ihr habt die Nase zugehalten. Ihr habt da wirklich gesagt, ich will das nicht riechen. Und habt dann angefangen, tatsächlich auch den Mund zu halten. Es hat euch schon gestunken und ihr habt schon gemerkt, hier ist was faul. Und ihr habt euch nicht getraut, den Mund aufzumachen. Sehr lange, ja, habt ihr dadurch euch selbst ignoriert. Ob das jetzt auf der Arbeit war, auf dem Weg, wo ihr euch befunden habt und ihr habt euch vielleicht dafür geschämt, was sagen die anderen dazu, wenn ich jetzt mich dazu bekenne, dass ich zum Beispiel selber Karten lege oder dass ich, was auch immer, ja, mich dafür interessiere, das wird belächelt, ich werde nicht ernst genommen und so weiter. Ihr habt es in euch reingefressen, ihr habt nicht darüber geredet, ihr habt nicht darüber kommuniziert. Es hat euch zwar gestunken, aber ihr habt irgendwann gemerkt, ich halte es nicht mehr aus, ich kriege keine Luft mehr. Ich kann das nicht mehr runterschlucken, ich kann das nicht mehr ertragen, es stinkt mir langsam, dass ich mich verstecken muss. Und ihr habt euch hier frei gemacht, ja? Ich kriege hier rein, endlich wieder Luft zum Atmen, endlich steht ihr dazu, ihr macht euren Mund auf. Vielleicht noch nicht so ganz groß und ganz laut, aber immerhin, ihr sagt mittlerweile schon, dass ihr zu euch steht. Und das finde ich toll. Wir schauen weiter jetzt auf die Chance. Auf die Chance. Das Rad des Schicksals, die 10 der Kelche. Ey, die Karten sind der Hammer. Wir haben zweimal die 10. Guckt euch das mal an. 10101 ist die 3. Und die 3 ist die Arbeit. Ärmel hochkrempeln, jetzt geht's los. Ich arbeite zukünftig an der Beziehung, an der Verbindung, an meinem Weg. Ich interessiere mich an der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und das ist das Ergebnis, nicht vom, ich halte die Hände auf, danke liebes Universum, jetzt fällt es mir in den Schoß, ich muss nichts dafür tun. Nee. Ihr kriegt die Möglichkeit, einen alten Zyklus abzuschließen, tatsächlich einen neuen zu beginnen und ihr habt die Möglichkeit, dann in die 10 der Kelche zu kommen. Das heißt, wir sind eine Familie, wir sind eine Gruppe, wir sind eins, ja, du und ich, wir wollen beide dasselbe. Und die Familie auch, die Kinder, wenn du Kinder hast, wenn dein Gegenüber Kinder hat, ja, wir wollen alle dasselbe. Wir wollen gesehen werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen Liebe geben und wir wollen den anderen sehen. Wir wollen reden und wir wollen zuhören, wir wollen hinhören, wir wollen reinspüren, wir wollen uns wahrnehmen, wir wollen uns ernst nehmen und wir tun uns gut. Und das hat was mit der Arbeit an der Persönlichkeit zu tun, wo du dann feststellst, nicht nur du arbeitest daran, sondern die komplette Gemeinschaft, ja. Jeder ist interessiert, dass es gut und harmonisch läuft, was nicht heißt, wir kehren alles unter den Teppich, jedes Problem wird einfach unter den Teppich gekehrt. Nein, hier setzt man sich tatsächlich zusammen an einen Tisch und packt das auf den Tisch und sagt, okay, hier gibt es ein Problem. Wie können wir da vorgehen? Was gibt es hier zu tun? Wie können wir da weiterkommen? Wie können wir es lösen? Wie können wir unterstützen, wenn jemand schwächt oder wenn jemand ein Problem hat? Alle für einen, einer für alle. Und das ist hier das, was du kriegen kannst. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob es Arbeit ist, Berufung ist, ob es deine Liebe ist, ja, exklusive Liebe zu einem Partner. Mann, Frau, shit, egal. Hier sitzen alle zusammen und sind alle interessiert, dass es harmonisch wird, dass ihr verbunden seid, dass ihr transparent seid, dass ihr ehrlich seid, dass ihr freundlich zueinander seid, ja, respektvoll, ja, und unterstützend. Alle, nicht nur einer in dem Ganzen. Und die 10, 10, 1, nochmal zurück, die 10, 10, 1, das Ass ist eine 1. 10, 10, 1 zusammengenommen ist die 3, also die Nuller bleiben weg, die 3. Und ich kriege hier rein, also wenn es die Nuller noch mit einbezogen sind, sind es zweimal die Narren. Das heißt, ganz neu,
ganz neugierig und ganz von vorne und man zieht nicht andauernd den Ex hinterher oder die alten Kollegen oder Beziehungen zu den alten Kollegen, dass man da rumjammert, die lässt man dann weg. Das hat man dann verdaut, weil alte Beziehungen haben nichts in einer neuen Verbindung zu suchen, absolut gar nichts. Dann habt ihr noch nicht abgeschlossen. Dann gebt euch selbst die Chance, die Möglichkeit, noch mal ein bisschen durchzukauen, ja, und zu sagen, okay, ich kann da gerade nicht raus, ich habe hier Kopfkasper, aber ihr braucht keine Angst zu haben, dass das deswegen wegfällt. Dann braucht es halt länger, ja. Dann braucht es einfach etwas länger. Und das ist nicht schlimm. Und das ist keine Legung, die heute eintrifft, sondern das ist ein Weg. Und ein Weg, den die Zeit bestimmst du. Wann du losläufst, wann du was verstehst, wann du was integrierst, wann du bereit bist, an dir zu arbeiten, an der Persönlichkeit. Und dann kann erst das im Außen in Resonanz mit dir gehen, deine Schwingung aufnehmen und ihr könnt dann aufeinander treffen, wenn ihr beide gleich auf der gleichen Frequenz sendet, ja, dann geht ihr in Resonanz. Auch das, was davor passiert ist, ihr geht in Resonanz, ja. Und darum geht es. Also die Chance ist da, bedeutet aber auch Arbeiten, Selbstarbeit, Reflexion und der starke Wille, ich will eine Verbindung, wo wir beide mindestens zu zweit daran interessiert sind, uns gegenseitig gut zu tun, ja, nicht nur einer füttert den anderen und der andere verhungert oder muss im schlimmsten Fall ständig irgendwie, keine Ahnung, ja, alle anderen durchfüttern und selber verhungert er und verarmt dadurch, ja, das ist die falsche Energie. Die richtige Energie ist hier tatsächlich, ich interessiere mich für dich, für deine Probleme, genauso wie für deine Stärken. Ich befürworte immer deine Stärken und ich unterstütze dich immer in deinen Schwächen, dass du dich nicht alleine fühlst, ja, dass wir lösungsorientiert sind, dass wir schauen, dass wir es irgendwie hinkriegen oder dass wir damit leben können, falls es nicht irgendwie lösbar ist, dass wir so damit leben können, dass man es nicht wegdrückt, nicht unter den Teppich kehrt, sondern dass einem klar ist, okay, hier gibt es ein Problem, das lässt sich einfach nicht lösen. Das wird immer dabei sein, das gehört mit dazu und wir müssen lernen, damit richtig umzugehen, ja? Damit es erträglich ist für alle, damit keiner irgendwie ein Problem damit haben muss. So funktioniert es. Aber wenn einer sich nur darauf beruft, ja, der muss jetzt was machen und der ist jetzt mal dran, ich habe genug gemacht und so, das ist komplett für die Füße. Das wird niemals halten. Deswegen nimm lieber Abstand, wenn du merkst, du tickst so oder ein Gegenüber tickt so. Dann ist es nicht an der Zeit, tatsächlich miteinander zu kommunizieren, in eine Verbindung zu gehen, ja, oder sonst irgendwas. Dann bitte lieber Stoizismus leben, Selbstrespekt, ruhig bleiben und dem anderen die Gelegenheit geben, für sich selber woanders seine Baustellen zu bearbeiten. Ja? Dann lass die andere Person gehen, sei dankbar, dass du es erkannt hast und lebe deinen Stolz und deine Selbstliebe und deine Selbstwürde. Und dann bleib lieber allein, als vor lauter Angst, vor Einsamkeit, die falsche Person an deiner Seite zu haben, wo du immer weiter in eine Abwärtsspirale kommst. Und das wäre dann so, dass es in Kopflage wäre. Das heißt, es wäre eine Abwärtsspirale, wenn du dich auf jemand einlässt, der eigentlich gar nicht zu dir passt, der dich immer wieder runterzieht. Dann sind beide am Boden. Wer soll wen dann bitte aufhelfen? Ja? Dann muss man irgendwann die Reißleine ziehen und dann mit ganz dollen Schmerzen, Liebeskummer und so weiter sich distanzieren, entfernen oder man wird einfach entrissen. Und das tut dann wirklich, wirklich sehr, sehr weh. Deswegen geh langsam vorwärts, bleibe im Bewusstsein, was hier gerade wichtig ist, was für dich wichtig ist. Guck immer danach, dass es dir gut geht, ja, ohne dass du jemand anders beeinträchtigst dadurch. Ja, also das ist auch nicht das Richtige, wenn du da meinst, mir muss es gut gehen, nur mir, ich, ja. Natürlich muss es dir gut gehen, aber wenn es bedeutet gleichzeitig, dass jemand anders darunter leidet,
dass du ihnen dadurch schadest, ja? Also nicht, wenn du jetzt zum Beispiel, nicht falsch verstehen, nicht, wenn du jetzt sagst, ich liebe den aber gar nicht. Und der andere, ich liebe dich, aber ich will mit dir zusammen sein. Und du sagst, ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, für den ich überhaupt gar keine Gefühle oder Empathie oder keine Anziehungskraft verspüre oder keine Ahnung was. Dann musst du natürlich Nein sagen. Dann muss die andere Person damit einverstanden sein, wenn du deine Grenzen setzt. Natürlich, ja. Du kannst ja nicht aus Mitleid mit jemandem zusammen sein. Ich meine nur, dass du nicht ihm etwas wegnimmst, entziehst, kaputt machst in seiner Psyche, in seinem Herzen, aus lauter purer aus lauter purem Egoismus. Aber ich glaube, ihr wisst schon ganz genau, was ich meine. Hier ist eine mega geile Chance. Wirklich mega geile Chance. Aber die Chance hat echt damit zu tun, dass es erfolgreich wird, weil hier jemand schon so ausgerichtet ist. Und ich gehe nochmal zurück, dass jemand seins gemeistert hat. Und mit dem, was er gemeistert hat an Selbstreflexion, Selbstarbeit, ja, hat sich selbst überwunden, hat seine Ego-Themen überwunden, die überzogen waren. Und ich glaube nicht, dass das jemand ist aus deiner Vergangenheit, ich sage es gerne nochmal dazu, sondern jemand, mit dem du kein Karma aufgebaut hast, mit dem du kein negatives Karma aufgebaut hast und die Runde 120 drehst, sondern dass es tatsächlich jemand ist, auf den du neu triffst, ja, wo noch kein Karma aufgebaut ist. Jemand, der wirklich hier eine Chance mitbringt, mit dem du was aufbauen kannst. Dann liegt es aber daran, dass du selber auch gewillt bist, erstens alte Situationen hinter dir zu lassen und das nicht mit in die neue Beziehung einzuschleusen und zu sagen, oh, der hat mir so weh getan, jetzt musst du dafür bluten. Erkenne, vorhin habe ich es gesagt, bei der doppelten Null, der Narr auf beiden Seiten, erkenne, dass ihr ganz neu anfangt und dass ihr euch ganz neu kennenlernt, ja? Und nicht irgendwie projizieren sollt, der eine auf den anderen und umgekehrt. Und dass durch die Arbeit an sich selbst, an der Selbstreflexion hier eine mega Chance ist auf einen neuen Zyklus, eine Aufwärtsspirale und die 10 der Kelche. Und die 10 der Kelche hatte ich vorhin schon erklärt, das machen wir nicht nochmal. Wo ihr herkommt, habe ich vorhin auch schon gesagt. Ich würde sagen, damit schließe ich die Legung. Wenn ihr Details wollt, dann ist es wichtig, dass ihr auch eine persönliche Legung bucht, weil das hier sind allgemeine Legungen. Da kann ich nur so ungefähr und die Überschrift, aber ich kann hier nicht ins Detail gehen. Dazu sind es zu viele Leute. Und da ist nicht jeder gleich. Jeder hat einen individuellen Weg, jeder hat eine individuelle Geschichte. Und da kann ich reingucken, wo kommst du her? Was ist bei der anderen Person hinter dir? Was ist mit der neuen Person vor dir? Was ist mit der Situation vor dir? Und so weiter und so weiter. Da kann ich viel genauer drauf schauen. Wenn du da interessiert bist, schau gerne in die Infobox. Da findest du meine Zugangsdaten, da findest du die Termine, wann ich Beratung anbiete, was es kostet. Und ansonsten freue ich mich sehr über dein Like, über dein Abo. Und vor allen Dingen auch über dein Teilen, über WhatsApp, Statusmeldung, über Facebook oder Instagram oder was auch immer, damit es möglichst viele Menschen erreicht, damit möglichst viele Menschen vorwärts kommen, mehr Verständnis für ihren eigenen Weg entwickeln und was es bedeutet, sich selber weiterzuentwickeln, was es bedeutet, eine Beziehung wirklich zu haben, aufzubauen. Die ist ja interessant. Habt ihr die gesehen? Da ist sie, wie eine Hummel, ganz schwarz. Die ist so hübsch, ich finde die irgendwie wahnsinnig schön. Sie passt auch zu den Karten. Vielleicht kann ich sie anlocken mit den 10 der Kelchen. So sehen die übrigens von der Rückseite aus. Nee, die ist weg. Nee, die ist da. Nee, die ist weg. Okay, ihr Lieben. Vielen Dank für alles, ja. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Martina. Ciao.